Was war auch alles mit Schleppen, ein CO2-Gerät, ein Ehering. Aber wir haben nicht das Ding mitgenommen. Oh, jetzt dürfen wir gleich wieder atmen. Ich werde euch finden! Er hat das Ding in der Hand. Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug! Wir brauchen das Ding, was in der Hand hat. Das darf's nicht fallen lassen, kaputt machen. Aber ihr wollt mich ausboten! Ganz ruhig. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren! Nein! Toll, PJ. Ganz toll hinbekommen. Du wieder. Ich glaube, das muss man so machen. Ja. Doch. Aber kacke, du sagst so aus. Wie stabil glaubst du, ist die Tür? Das wollte ich dich gerade fragen. Keine Bewegung! Und keiner von euch verwandelt sich. Was, Junior, der sich selber schießt? Umdrehen! Sachte! Ganz sachte! Okay. Oh, ich möchte nicht. Möchte nicht schon wieder entscheiden. Verwandlungen! Und Hände hoch! Sachte! Nein! Ja, du musst die Maus. Auch nicht. Keine Verwandlungen! Du musst mit der Maus die Hände hochheben, ne? Das Ding weg, dann wird niemand verletzt. Glaubt ihr, ich wollte niemanden runter. Verletzen? Ich hatte doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch, nicht wahr? Ist er doch. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Los, er schießt sich jetzt endlich selber. Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Oh. Hey, da ist nichts, Mann! Dieser Dunst. Nicht einatmen! Nicht einatmen, sagt er was? Aber mach nichts Falsches, wer? Halt! Was für ein Dunst! Was macht der? Er lebt! Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten! Er weiß ganz schön viel davon. Ja, bei uns! Jetzt! Komm erst mal runter! Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg, los! Was redest du da? Du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Okay. Gut. War etwas im letzten Raum. Nebel oder Dunst vielleicht. Du musst ihn jetzt manipulieren, oder was? Gesagt. Mhm. Hast du eingeatmet? Was soll ich jetzt sagen, dass ich eingeatmet habe? Natürlich nicht. Nein! Nein, ich meine, wir haben die Luft angehalten. Wir haben keinen Dunst in uns. Ach, wirklich? Du lügst. Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Haltet ihr sie jetzt auch an? Oh Gott, der Dunst ist in mir drin, oder? Ja, er ist in mir, nicht wahr? Jetzt müssen wir sagen, dass er da drin ist. Bis sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Ich bringe das sich jetzt selbst um. Du sagst jetzt, er ist in dir drin, ne, damit er sich selbst umbringt. Ich sehe es. Alex. Nein, Mann. Da ist kein Dunst in dir. Ich sehe das. Schluss. Kurs aktualisiert. Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Wollen wir ihn denn überhaupt retten? Ihr lügt doch alle. Der Dunst ist in mir. Wenn man ihn töten, wird der Vater bestimmt auch sauer. Ich bin von innen auf. Hey, halt, tu's nicht! Hm.
Nice. Hast du ja richtig gut hingekriegt. Klasse. Oh mein Gott. Sehr gut. Das ist genau das, was ich in der Vorahnung gesehen habe. Ich auch. Nee, du hast gesagt, dass jemand anders erschossen hat. Nein, Junior wird erschossen. Du hast der Chinese gesagt. Achso, ja, stimmt. Du Pfeife, ja. Das Ganze. Woher auch noch. Alle Nullen. Kommt jetzt der Kurator? Das ist einfach toll. Ach, der Irre ist schon wieder. Kommt schon, Leute. Das ist der letzte erlebt von denen, ne? Wer? Der Chinese ist tot, Junior ist tot, der ist der letzte, der am seid Leben ihr okay? ist. Seid ihr okay? Bitte seid okay, bitte seid okay. Die hatten. Waren die zu viel? Ne, die waren zu dritt nur, ne? Oder waren die zu viel? Die waren zu dritt. Ne, die waren zu dritt, ja, hast recht. Und jetzt geht er runter, oder was? Richtig Gänsehaut, ne? Also. Weiß überhaupt nicht, was jetzt auf uns zukommt. Ey, du bist Fliss. Schon wieder. Die war schon die ganze Zeit schon. Wir müssen ihn auf jeden Fall noch jagen. Die Verteilerkappe. Warum haben wir die Waffe nicht mitgenommen? Nein, Bert, du musst nicht hinterher. Nein, Bert. Nein. So, ich renne hier gerade mit Fliss einfach wild hinterher irgendwo rum. Da komme ich nicht hoch. Gönne. Was denkst du? Bestimmt gibt's da nicht nur einen Weg rein oder raus. Sehen wir uns hier mal weiter um. Du musst ja aber weiter hinterher, du musst ja das Verteiler-Ding kriegen. Hm. Ja, ich habe hier so einen Schacht entdeckt, in den ich rumkletter. Jetzt kletter ich runter euch hinterher, ganz toll. Ich kletter hier gerade, wir laufen gerade in so einem Schacht rum und klettern gerade. Jetzt kommt eine Leiter. Fantastisch. Ja, ich spiel grad Brett. Laufe durch irgendeinen Gang. Eine Sackgasse. Wir müssen zurück. Hier muss ich jetzt irgendwo unten durchtauchen. Geil. Denkst du, was ich denke? Nee, ich werde hier nicht ertrinken. Niemals. Wir haben ja extra das Gerät mitgenommen. Ich hoffe echt, dass es das wert ist. Verdammt, ich wäre jetzt echt froh, das Atemgerät zu haben. Halt, wie kriegst du Luft? Echt eine Sackgasse? Wenn ich unten bin, suche ich Luftblasen. Falls es keine gibt, komme ich zurück. Hä? Wo ist denn das Atemgerät? Wir haben das doch vorhin mitgehabt. Das habt ihr in der Ecke stehen lassen, wo wir von dem Typen weggerannt sind. Weil ich den Ring geholt habe. Ja. Ja. Warte, mach die Tür auf. Beim Ring haben wir es noch mitgenommen. Vorsicht! Wir haben es danach verloren, wo wir uns vor dem Typen versteckt haben und du das Atmen verkackt hast. Ich schwimme gerade hier mit Fliss unten rum. Okay, ja. Ganz tief unten drin. Und hier ist ein... Und hier ist ein mega großer Aal lang geschwommen. Ja, geil. Ich hab hier einen Hammer. Bin auf der anderen Seite, bin angekommen. Aber da war noch ein Hinweis. Den wollte ich eigentlich... Hä? Die ist gerade bei mir aufgetaucht und ich bin auf einmal wieder im Wasser unten. Richtig geil durch ein rostiges Schiff barfuß. Schottentür bei Fahrt geschlossen halten. Das müssen wir uns bestimmt merken. Dass wir irgendeine Tür geschlossen halten. It's a Convert's Leiche. Sein Geist. Oh, hier sind wir am Anfang lang gekommen. Ach ja, bestimmt schon wieder. Die Tür müsste auch verbarrikadiert sein. Bestimmt hier auch schon wieder Kacke. Ja, die ist auch zu. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin, wo wir herkamen, wo sie uns durchgeführt haben. Ich bin draußen auf dem Schiff. Wer hat das Mandschureigold gefunden? Wer? Der Olof. Ich habe ja die Tür aufgemacht. Mit Olof beim ich habe die Tür gerade aufgemacht. Ja, ich sehe euch jetzt durchs.
Ja, hier sprudelt ja, Wasser. Ja, die Tür habe ich gerade aufgebrochen, glaube ich. Nee. Oder? Ja, wir schwimmen, glaube ich, jetzt hier durch. Oder jetzt komme ich mit Fliss hier durch, glaube ich. Oh, ich habe den Skillcheck gefehlt. Ich wusste nicht, dass jetzt einer kommt. Was ist denn? Ist sie schon tot? Ich sehe ja einfach noch. Oh, da ist eine Kiste oben. Nein, ich habe ein Skillcheck gefehlt. Ich habe ein Skillcheck geschafft. Oh oh. Ich habe auch einen geschafft. Sonst wäre die Kiste auf mich gefallen. Er hat zwar ein Schreigold aufgeschlagen. Und Strom kommt. Der schlägt gerade hier die ganze. Ja, ich sehe, das habt ihr jetzt auch gesehen. Dass ihr. Wechsler, komm schnell da weg! Dass ihr gerade. Ja, ich hab's jetzt erst gesehen, dass er erst das aufgeschlagen hat. Und hier rollt das Ding. Ich hol die Kappe. Ich muss die Kappe holen. Wie heißt er? Olaf Hähne verpasst. Ich hab auf jeden Fall die Kappe, die Verteilerkappe in der Hand. Sitzt du irgendwie raus, ja? Sag mir, wenn du raus bist, dann mach ich die Tür zu. Du musst durch die Tür 2 kommen. Du musst mir sagen, wenn du durch bist, dass ich runterziehen kann. Noch nicht! Ja, die fighten ja noch. Sag mir, wenn. Du musst mir sagen, wenn du durch bist. Noch nicht. Doch, ich kämpf noch. Du musst mir... Er erwürgt mich gerade. Soll ich? Der erwürgt mich hier gerade. Kannst zumachen. Ja, geht nicht. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Ja, ich konnte halt... Ja, wo soll ich wissen, dass er zerstört? Ja. Ja, und ich hätte vorher ziehen müssen und dann wäre das die Tür oben drauf. Wusste nicht, ich habe nicht gesehen, wie weit du drin in der Tür bist oder nicht. Ja, wo soll ich das denn? Ja, du hättest mir halt einfach den Call geben müssen, ja oder nein. Tja, da haben wir wieder einen verloren. Den hätten wir safe retten können, also das war ärgerlich. Dass wir den verkackt haben. Scheiße. Ja, wo ist denn jetzt dieses Blut? Es ist immer auch kein Blut. Ja, das wollen sie vielleicht nicht so zeigen, aber auf jeden Fall bist du deader als dead. Kacke, ey. Dann hätten wir den auf jeden Fall auch losgehabt, ne? Dann wäre der ziemlich sicher wahrscheinlich unter der Tür zerquetscht worden und du als Brett hättest durchkommen können. Hättest du nicht auch irgendeine Vision mit einem Hammer? Nö. Kriegt der jetzt einen Herzinfarkt? Ah. Oh. Das ist am Chemiezeug gestorben. Das Manchurei-Gold ist wieder aus ihm raus. Interessant. Ja, es ist Tag. Welt ist wieder in Ordnung. Oh, haben wir jetzt ganz kurz vorm Ende Brett verloren? Scheint so. Och. Richtig ärgerlich, ne? Der eine Skillcheck, den ich verkackt habe. Wenn jetzt hier dieses Tür runterziehen, hätten wir nur machen müssen. Ja, aber 3 von 5, hallo? Das ist mehr als 50%, easy.
Ein guter Schnitt. Okay. Kann losgehen. Hä, warum hat er so viel Blut dran? Aber wissen die jetzt, was los ist? Ach man, ey, ist so ärgerlich, dass wir da Conrad und den anderen verloren und den Brad verloren haben. So kurz vorm Ende. Aber ansonsten haben wir ja, so wie es aussieht, sehr viel richtig gemacht. Also hätten wir die zwei, hätte ich den Fehler mit dem Skillcheck nicht gemacht, ja, hätten wir jetzt gerade die runtergezogen, wäre alles gut gewesen. Wenn ich mal wütend oder enttäuscht war, kam er mit seiner Theorie an über unendlich parallele. Ich konnte mich nicht mal richtig wehren. Guck mal, er sagt es auch hier gerade: unendlich viele parallele Realitäten. Aussahen. Es gab immer ein paar andere Realitäten, wo. Alles noch viel schlimmer war. Ja, das sagen sie halt, ne? Weil wir jetzt nicht das perfekte Ende haben. Du bist recht, Kleiner. Perfekt recht. Conrad ist vor irgendwas weggerannt. Er hatte echt Schiss. Hm. Todesangst. Ich weiß nicht, warum. Ich konnte überhaupt nicht sehen, was er da sah. Hä? Geht's noch weiter? War wichtig, dass wir den aufgehoben haben. Ja, du hast gerade deinen Bruder verloren, sie hat ihren Bruder verloren. Das ist auch eine Sache, die sie beide gleich haben. Soll noch mal einen Kopf ins Blut stürmen? Aber interessant ist einfach... Ja, er hat gar kein Blut mehr dran, ne? Aber interessant ist einfach... Bei mir hat er Blut dran gehabt. Nee, bei mir hat er kein Blut mehr dran gehabt. Bei mir hat er Blut auf dem T-Shirt umgehabt, wo sie den Kopf hingelegt nee, hat. Nee, bei mir nicht. Yikes. Ja, siehst du, du hast halt eine andere Realität, ey. Guck mal, er lebt noch. Er zuckt gleich noch. Ja, wurde doch sein ganzer Kopf wurde zertrümmert. Guck, nein, ja, aber da ist es. Der hat dann ihn geschlagen. Nee, guck, die sind einfach beide tot. Das wird jetzt nochmal gezeigt. Okay, der zuckt auch nicht mehr. Oder die werden jetzt erwacht durchs Mancherei-Dingsbums. Nee, das ist. Ach, die zeigen jetzt einfach nur mal, wer ja gestorben ist, einfach nur. Wen wir verloren haben. Was, ja, gut. Guter Schnitt. Zwei kleine Fehler. Und wir haben die dadurch verloren. Zwei. Warte mal, jetzt kommt bestimmt noch was vom Kurator. Oder? Wenn wir jetzt den. Ja, mal gucken. Ja, was lutzt denn so, Juri? Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Kein schlechter Versuch. Manche leben, manche sterben. Alles ihre Schuld. Ja, alles unsere Schuld. Alles meine Schuld. Am Ende ging es hier ganz schön heiß her, so, nicht wahr? Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik, gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Geht sein Job dann? Geht er jetzt einfach weg oder sagt er noch uns? Man macht jetzt Feierabend. Nee. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Danke, Kurator. Ganz schöner Angeber. Ja, haben wir es geschafft auf jeden Fall. Aber hast du sehr gut gemacht, Alex. Deine Skillchecks waren sehr gut. Deine Reaktionen waren sehr gut. Ich habe leider wie immer verkackt. Aber so ist es ja immer, ne? Du warst stets bemüht, würde ich sagen, ne? Tja, dann ist es vorbei. Danke mich fürs Zuschauen. Euer PJ und Flosen. Ciao. Jetzt haben wir die Aufnahme schon beendet, alles tschüss gesagt und jetzt geht's hier noch weiter. Wir gucken mal schnell noch rein, stellen wir nochmal auf Replay gedrückt. Der China-Mann lebt noch. Gucken, was passiert. Vielleicht haben die sich das alles nur eingebildet. Oh, jetzt kommt die Hill. Da kommt das Rettungs. Ja, die wir gecallt haben. Support.
Gott ist ja. da. Werden die jetzt auch direkt verrückt oder was passiert jetzt hier? Ich glaube, die haben ein bisschen was gegen schlechte Luft. Das Ding hat also von alleine ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff. Hä? Ist es doch die Stimme von Charlie, oder? Joey? Hört sich zu ähnlich an, ja. Ist doch die Stimme vom Anfang. Wow. Was zur Hölle ist das? Hört sich an wie Brad. Wie Brad? Ja, so ein bisschen. Ja, stimmt. Meinst du, es ist Brad und Conrad? Die sich jetzt selbst finden? Die hören sich auf jeden Fall so ein bisschen so an. Was zum Teufel? What the fuck? Der Chinese rast wieder völlig aus. I just saw someone in the woods. Ja, das ist jetzt die Vorschau für Little Hope. Gut. Scheint ja, so. Aber okay, very good. Wir haben es auf jeden Fall auch geschafft. Yikes. Was ist da? Da machst du nix, ne, wenn da am Ende nochmal so ein Dings kommt. Guck, da ist es Little Hope. Da hab ich ja gesagt, dass das die Vorschau zum nächsten Game ist. Also das gibt's ja jetzt schon, aber damals gab's das ja nicht.